Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Heute reden wir mal über die eine Sache, die eine Fähigkeit, die du brauchst, um erfolgreich bei Frauen zu werden. Aber eben nicht nur erfolgreich bei Frauen, sondern auch erfolgreich mit deiner gesamten Lebensgestaltung, was dir dann im Umkehrschluss wieder dabei helfen wird, erfolgreicher mit Frauen zu sein. Super wichtiges Thema. Sei gespannt. Also, willkommen zurück. Heute mal ein ganz, ganz wichtiges Thema, über das ich hier in der Form so noch nicht gesprochen habe, habe aber schon wieder dieses Buch gelesen, was ich da schon mal zugelesen habe, was ich auch gleich empfehlen werde. Also, wir reden hier von einer Fähigkeit, die dir A, dabei helfen soll, erfolgreich mit Frauen zu sein, aber auch B, dabei helfen soll, erfolgreicher in deinem gesamten Leben in absolut jedem Bereich zu sein. Ob es jetzt Fitness, Gesundheit, Finanzen, Karriere, familiäres, freundschaftliches oder eben der Liebesbereich ist, es wird dir in jedem Bereich weiterhelfen. Wovon spreche ich? Die Wissenschaft hat herausgefunden, und darauf basieren wir auch das heutige Video, denn das, was ich dir gleich vorstelle, ist aus einem wissenschaftlichen Buch, beziehungsweise nicht unbedingt einem wissenschaftlichen Buch, im Sinne von, es ist wissenschaftlich geschrieben, es ist ein Buch natürlich für die Öffentlichkeit, basiert aber auf wissenschaftlichen Daten, die du auch dann natürlich nachschauen kannst, wenn du das wollen würdest. Also, zwei Faktoren, hat man herausgefunden, sind die Faktoren, die beeinflussen, wie unser Leben verläuft und wie erfolgreich, in Anführungszeichen, wir in unserem Leben werden. Und auch wie zufrieden wir mit unserem Leben und den jeweiligen Situationen sind. Zum einen ist das die Intelligenz. Die Intelligenz hat das Problem, dass sie festgelegt ist. Also du bist halt so intelligent, wie du bist, und du kannst diesen Wert nicht signifikant steigern. Das heißt, wenn du, sag ich mal, 95 IQ-Punkte hast, dann wirst du nicht innerhalb deines Lebens 150 bekommen. Es ist einfach eine natürliche Grenze gesetzt. Du kannst dich verbessern, aber sehr, sehr wenig. Das heißt, wir haben nicht viel Einfluss auf diesen Faktor. Und es gibt aber noch diesen anderen Faktor, der ein größerer Prädikator, also ein größerer Vorhersager dafür ist, wie unser Leben läuft. Also ein Vorhersager bedeutet einfach, wenn wir diese Fähigkeit oder diese Sache in einer Person sehen, dann können wir damit vorhersagen, dass die Person in dem Fall erfolgreich sein wird, in was für einem Lebensbereich auch immer, sei es jetzt Frauen oder irgendwas anderes. Und dieser andere Faktor ist Disziplin bzw. Selbstbeherrschung oder auch Willenskraft, je nachdem, wie du es nennen möchtest. Und das Buch, auf das ich mich hier beziehen werde, ist die Macht oder die Kraft der Disziplin von Roy Baumeister. Roy Baumeister und Co. Roy Baumeister ist ein Sozialpsychologe, der in diesem Willenskraft-Disziplin-Feld am meisten geforscht hat. Der aktuelle Forschungsstand des Buches ist 2015. Da hat sich seitdem aber meinem Wissen nach nichts groß getan. Das heißt, das ist wirklich der aktuelle Wissensstand zu diesem Thema. Also warum ist das jetzt so wichtig? Warum Disziplin, Willenskraft, davon haben wir ja schon mal gehört. Aber es ist eben so ein Begriff, mit dem die wenigsten Leute was anfangen kann. Also es ist ja schön zu wissen, dass Disziplin oder Willenskraft wichtig ist, aber was halt wirklich wichtig ist, ist zu verstehen, wie wir die denn bekommen können. Wie können wir denn disziplinierter werden und das auf geprüfte Art und Weise und nicht so, wie wir es vielleicht uns vorstellen. Und dann möchte ich das Ganze mal mit einer sehr interessanten Geschichte eröffnen, die vielleicht zeigen kann, warum das so ein wichtiges Thema ist. Und zwar hat der Roy Baumeister mit seinem Team da eine Untersuchung gemacht in einem Gefängnis. Und die Gefängnisinsassen, die sind vor Gericht getreten und wollten früher freigelassen werden, weil sie sich gut benommen haben. Das gibt es ja, dass man, wenn man eine gute Führung ist, dass man dann einen Antrag stellen kann darauf, dass man früher freigelassen wird. Und jetzt hat der Roy Baumeister untersucht, was passiert, wenn, ob es einen Unterschied gibt, dass ob die Verhandlungen vor dem Mittagessen oder nach dem Mittagessen stattfinden. Was es damit auf sich hat, erzähle ich dir gleich noch. Man hat also geguckt, okay, hat es einen Einfluss darauf, ob die Richter schon gegessen haben, nach dem Mittagessen oder ob es vor dem Mittagessen ist. Und hat herausgefunden, dass wenn eine Verhandlung vor dem Mittagessen stattfindet, dann ist es viel wahrscheinlicher, dass der Insasse, egal um wen es da geht, nicht freigelassen wird. Und das Ganze ist zurückzuführen auf Willenskraft. Und jetzt erkläre ich dir einmal kurz, bevor wir gleich zum Ende der Geschichte kommen, wie denn Willenskraft überhaupt funktioniert. Und du kannst dir Willenskraft vorstellen, um es ganz einfach zu machen, wie ein Glas. Stell dir vor, du hast ein Glas, das jeden Tag mit Wasser gefüllt wird, bis zur oberen Kante. Du hast also jeden Tag eine gewisse Willenskraftreserve zur Verfügung, die du benutzen kannst. Wofür benutzen wir Willenskraft? Wir benutzen die immer dann, wenn wir eine Entscheidung treffen. Das heißt, wenn du dich dafür entscheidest, eine Frau anzusprechen, benutzt du Willenskraft. Wenn du dich dagegen entscheidest, ein Cola-Glas zu trinken und dafür ein Wasserglas zu trinken, benutzen wir Willenskraft. Aber auch für absolut alle anderen Entscheidungen, die du am Tag triffst. Wenn du dich hinsetzt zum Meditieren, und da werden wir gleich noch genauer drauf kommen,
Wenn du dich hinsetzt zu meditieren, dann erfordert das Willenskraft von dir. Gleichzeitig kostet es Meditieren dich auch Willenskraft, weil du dich ja immer kontrollieren musst und wieder fokussieren musst. Willenskraft brauchst du für all die Sachen, die keine Automatismen sind. Ein ganz tolles Beispiel dafür und auch ein Beispiel dafür, wie man Willenskraft aufbauen kann, ist das Zähneputzen. Wenn du jetzt mit deiner rechten Hand deine Zähne putzt und du bist Rechtshänder, dann ist das ein Automatismus für dich. Bedeutet, du brauchst keine aktive Aufmerksamkeit, um das zu machen. Das passiert ganz automatisch. Deswegen Automatismus. Wenn du jetzt deine Zähne mit der linken Hand putzen würdest, dann müsstest du, das kannst du ja gerne selbst mal ausprobieren, dann müsstest du aktiv darauf achten, was du da machst. Na, du könntest nicht einfach putzen und nebenbei auf deinem Smartphone auf Instagram unterwegs sein zum Beispiel. Das würde nicht gehen. Beziehungsweise es würde schon gehen, aber dann würdest du halt das Putzen nicht hinbekommen. Das heißt, du musst dich mit deiner linken Hand aktiv darauf konzentrieren, weil du keinen Automatismus dafür eingerichtet hast. Und das kostet dich Willenskraft. Diese Kontrolle, diese aktive Aufmerksamkeit ist das, was Willenskraft kostet. Anderes Beispiel, das du vielleicht aus deiner Situation kennst, vielleicht arbeitest du und nach einem anstrengenden Arbeitstag, wo du dich vielen Aufgaben stellen musstest, bist du erschöpft, fühlst dich psychisch erschöpft, wenn du vielleicht auch nicht viel körperlich gemacht hast. Deine Willenskraft ist leer. Oder du hast einen Tag für, sagen wir, die Schule oder die Uni gelernt. Das kennen sicher auch einige von uns. Das kostet dich auch Willenskraft, weil du lernst ja neue Sachen. Du musst dich mit Sachen auseinandersetzen, die du nicht kennst. Das heißt, du kannst hier keinen Automatismus benutzen und schon kostet es dich wieder aktiv Kraft. Es zieht dir Willenskraft. Also hast du dein Glas voller Willenskraft und es wird immer leerer. Und das wirst du dir auch mal festgestellt haben, wenn du dann nach einem anstrengenden Tag, einem psychisch anstrengenden Tag, einem Willenskraft anstrengenden Tag nach Hause kommst, dann ist es viel wahrscheinlicher, dass du Dinge machst, die wir normalerweise schlechte Gewohnheiten nennen würden, wie zum Beispiel Fernsehen schauen oder ungesunde Sachen essen. Ich sage hier schlechte, weil man das natürlich aus mehreren Blickwinkeln betrachten kann, aber wenn wir uns jetzt anschauen und sagen, hey, ich will ein erfolgreiches Leben führen, dann gibt es natürlich bessere und schlechte Gewohnheiten und ich denke, viel Fernsehen zu schauen und dabei ungesunde Sachen zu essen, würde man tendenziell zu einer der schlechteren Gewohnheiten zählen. Ich glaube, da können wir mit übereinstimmen. Das heißt, wenn dieser Willenskraftspeicher leer ist, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du Dinge tust, die eine Kurzzeitbefriedigung dir bringen und Dinge tust, die vor allem automatisch laufen. Wenn du dich jetzt vor den Fernseher sitzt, dann ist es ja nicht so, dass du dich vor den Fernseher setzt und dann dich voll konzentrieren musst und voll, weil neue Sachen passieren, sondern du sitzt da halt, lässt dich berieseln und musst eigentlich nicht besonders viel tun. Nicht so, wie wenn du deine Hand mit links deine Zähne putzen würdest. Und was man jetzt herausgefunden hat, erstmal, wie kann man diese Willenskraft wieder auffüllen? Und das ist ganz interessant, da geht es um einen Ernährungsaspekt. Und zwar, Willenskraft hängt davon ab, wie dein Glukoselevel im Blut gerade ist. Ungefähr so, wie bei einem Diabetiker auch viel vom Glukoselevel abhängt. Der Diabetiker zum Beispiel hat ein relativ niedriges Glukoselevel, der Typ 1 Diabetiker, und muss sich deswegen Insulin spritzen, um das wieder hochzutreiben. Und man hat auch herausgefunden, dass Diabetiker weniger Willenskraft haben, weil ihr Glukoselevel niedriger ist. Und was man jetzt gefunden hat, ist, dass wenn man zum Beispiel dir deine Willenskraft nehmen würde, indem man ganz viele Entscheidungen mit dir, also indem man dir ganz viele Entscheidungen geben würde und du müsstest Dinge entscheiden und deine Willenskraft wäre dann gering, wenn man dir dann ein Glas mit Zucker gibt, beispielsweise, und du trinkst das, dann hast du wieder mehr Willenskraft. Also die Glukose füllt deine Willenskraft auf. Wenn dein Glukoselevel gut oder normal ist, dann hast du Willenskraft. Und solche Sachen wie zum Beispiel lernen, studieren, unser Gehirn zieht währenddessen Glukose. Das heißt, wir verlieren die Glukose und haben dann keine mehr und haben dann keine Willenskraft mehr. Man kann sie aber auffüllen durch Nahrung. Und Glukose bekommst du nicht nur durch Kohlenhydrate, da sind sie am schnellsten verfügbar. Glukose bekommst du theoretisch auch durch Eiweiße oder Fette. Nur wie gesagt, durch solche Sachen wie einen Schokoriegel ist die Glukose am schnellsten verfügbar. Das heißt jetzt aber nicht, dass du ungesund essen sollst, sondern ganz im Gegenteil. Denn wenn du langkettige Kohlenhydrate wählst, beispielsweise aus Vollkornnudeln oder aus Linsen, Bohnen, im Gegensatz zu kurzkettigen, aus zum Beispiel Schokoriegeln, dann ist es so, dass dein Blutglukose-Level konstant bleibt. Hingegen, wenn du jetzt Schokolade isst, hast du so einen Spike. Dann hast du ein ganz hohes Level und dann fällt es aber auch relativ tief wieder ab. Das kennst du sicher, dieses Zuckerhoch. Das ist ja den meisten Leuten auch ein Begriff und ihr kennt es wahrscheinlich auch aus eigener Erfahrung. Das heißt, wenn du jetzt nachmittags um 2 einen Schokoriegel isst, dann hast du vielleicht um 3 wirklich gute Willenskraft, sackst aber um 4 wieder ab, weil das Ganze wieder in den Keller geht. Aber angenommen, du isst um 2 Vollkornnudeln, eine Portion Vollkornnudeln, dann hast du halt ein konsistenteres, ein konstanteres gutes Glukoselevel und hast deswegen konstantere Willenskraft. Das heißt, hier ist die gesunde Ernährungsentscheidung die bessere, die mehr Willenskraft uns bringt. Aber das wirklich Interessante, ganz wichtiger Mechanismus zu verstehen, das wirklich Interessante kommt jetzt gleich. Kurz zurück zu unserer Geschichte. Man hat jetzt also festgestellt, dass die Gefangenen freigelassen wurden, eher nach dem Mittagessen. Und jetzt verstehen wir auch, warum das so ist.
Der Richter hat beispielsweise um 8 Uhr morgens gefrühstückt. So, dann hat er seine Glukose benutzt über den Tag, um Entscheidungen zu treffen. Denn das ist ja vor Gericht stehen. Er ist ja der, der die Entscheidung trifft. Und jetzt ist es kurz vor Mittagessen. Das heißt, sein Glukoselevel ist sehr, sehr niedrig. Und jetzt kommt da ein Gefangener und möchte freigelassen werden. Jetzt muss der Richter ja eine schwierige Entscheidung treffen. Nämlich muss er entscheiden, ist dieser Gefangene wirklich nicht mehr gefährlich? Oder, wenn ich ihn freilasse, tötet er da vielleicht wieder jemanden oder vergewaltigt jemanden oder was auch immer er gemacht hat. Und da der Richter gerade kein hohes Glukoselevel in seinem Blut hat, kann er nicht so gut Entscheidungen treffen. Und was macht er dann? Er trifft die sichere Entscheidung, die einfache Entscheidung. Und was ist die einfache Entscheidung in diesem Fall? Er lässt den Gefangenen nicht frei. Denn wenn er ihn nicht freilässt, dann kann ja nichts passieren. Dann kann niemand danach zu ihm kommen und sagen, sie haben ihn freigelassen und er hat wieder gemordet. Na? Das ist die einfache Entscheidung, für die er keine Blutglukose braucht, für die er keine Willenskraft braucht. Und nach dem Mittagessen, wenn sein Glukoselevel aufgefüllt ist, dann werden auf einmal mehr Leute freigelassen, signifikant mehr Leute freigelassen, weil er jetzt eben wieder eine komplexere Entscheidung auch richtig treffen kann. Hier muss er nicht mehr die sichere Variante wählen, sondern setzt sich dann anders mit den Fällen auseinander. Und das finde ich ganz krass, wie so ein Grundkonzept wie Disziplin oder Willenskraft hier wirklich das Leben von Menschen verändert. Und das ist auch bei dir der Fall. Wenn du eine geringe Disziplin hast, eine geringe Willenskraft, dann wirst du keine Langzeitziele erreichen können. Du wirst nicht, naja, beispielsweise dein Studium beenden können, wirst nicht den Körper bekommen, den du haben willst, wirst nicht erfolgreich mit Frauen, weil all diese Sachen passieren nicht von Tag 1 auf Tag 2. Das sind Sachen, die passieren über einen längeren Zeitraum. Und wenn du keine Selbstdisziplin hast, keine Willenskraft hast oder eine geringe hast, dann wirst du diese Sachen nicht durchziehen können und wirst niemals an dem Punkt ankommen, wo du sagen kannst, ja, ich habe hier mein Ziel erreicht. Deswegen ist es so wichtig. Stellst dir vor wie so einen ganz wichtigen Softskill, eine ganz wichtige Grundlage, ein Werkzeug, wenn du so willst. Na, du baust, sagen wir mal, einen Zaun, aber du hast eine stumpfe Säge und einen nicht funktionierenden Hammer. Und wie willst du dann deinen Zaun bauen? Es geht einfach nicht. Du brauchst die passenden Werkzeuge und Disziplin, Willenskraft ist dieses Werkzeug. Jetzt aber zu der eigentlich spannenden Frage, nämlich wie bauen wir denn jetzt Disziplin auf? Und nicht wie bauen wir Disziplin auf und wie denken wir alle, wie es geht, sondern wie klappt es wissenschaftlich? Und da habe ich eben schon kurz, das habe ich eben kurz angeschnitten, als ich über das Beispiel mit dem Zähneputzen geredet habe. Du kannst Willenskraft aufbauen, indem du aktiv Dinge tust, die aktive Aufmerksamkeit von dir erfordern, wie zum Beispiel Zähneputzen mit der linken Hand. Das ist natürlich eine kleine Sache, das heißt, du wirst jetzt nach 3 Minuten mit der linken Hand Zähneputzen nicht komplett erschöpft sein, dafür dauert es nicht lang genug, aber es ist ein Beispiel, an dem man es gut erklären kann. Denn wenn du jetzt mit links putzt, dann musst du halt aktiv die ganze Zeit aufmerksam auf deine Bewegung sein. Meditation ist ein weiteres Beispiel. Es braucht erstmal Willenskraft, dich hinzusetzen dafür, aber dann, was machen wir bei der Meditation? Wir kontrollieren unsere Aufmerksamkeit. Aktiv. Es ist nicht so, dass wir ganz automatisch auf unseren Atem achten. Nein, wir gehen immer wieder in Gedanken, wir driften immer wieder in Gedanken ab und müssen dann aktiv per Eigenkontrolle wieder die Aufmerksamkeit rumfokussieren. Und das kostet dich Willenskraft, aber das baut gleichzeitig auch Willenskraft auf. All die Sachen, die dich Willenskraft kosten, bauen sie auch auf. Es ist hier wie im Fitnesscenter, stellst dir als Muskel vor. Du gehst mit deinem Bizeps im Fitnesscenter und machst ein paar Bizeps-Curls und dann erschöpft dein Muskel irgendwann. Da kannst du irgendwann keine Bizeps-Curls mehr machen, aber nächstes Mal hast du einen stärkeren Muskel. Und genauso ist es hier auch. Das heißt, je mehr Sachen du machst, die deine Willenskraft herausfordern, desto mehr Willenskraft wirst du auch haben. Das heißt, du musst dein Leben so gestalten, dass du gewisse Willenskraft-Herausforderungen hast. Also Meditation kann ich nur empfehlen, weil sie unter anderem noch ganz, ganz viele andere Vorteile hat. Wir haben ja schon oft drüber gesprochen. Mach am Tag 10, 20 Minuten Meditation. Es fördert deine Willenskraft ganz ungemein. Also für mich gibt es nichts und ich habe persönlich nichts erlebt, was so wertvoll ist für mich wie Meditation. Die pimmeligen 20 Minuten am Tag, die ich mache, helfen mir so sehr, vor allem auch in diesem Willenskraftbereich. Oder solche Sachen, dass du mit deiner linken Hand mal putzt. Oder solche Sachen, dass du halt, wie gesagt, Frauen ansprechen gehst. Das ist ja auch so eine Sache. Du musst aktiv eine Sache machen. Nach ein paar Jahren ist es vielleicht irgendwann ein Automatismus für dich. Aber das musst du immer wieder machen. Gutes Beispiel ist auch die kalte Dusche. 5 Minuten unter der kalten Dusche. Ich habe das mal eine Zeit lang jeden Morgen gemacht und ich kann dir sagen, an diese Scheiße gewöhnt man sich einfach nicht. Das ist immer wieder eklig. Du musst dich da immer wieder kontrollieren. Du musst immer wieder sagen, nein, geh rein und während du drin bist, sagen, nein, geh jetzt nicht raus aus der Dusche. Du musst da immer wieder Willenskraft benutzen, aber du fühlst dich auch gut. Du fühlst dich gut nach solchen Willenskraftsachen. Ja, oder lernen für die Uni. So, da ist ein Thema, das dich total ankotzt und du hast gar keinen Bock, dich damit auseinanderzusetzen. Setz dich hin, mach es, kämpf dich da durch.
durch und du wirst mehr Willenskraft haben danach. Und dann werden alle anderen Dinge einfacher werden. Und das ist wirklich so. Wenn du eine gute Willenskraft hast, das ist auf alle Bereiche, wird das anwendbar. Ne? Wenn du eine gute Willenskraft hast, wird dir Frauen ansprechen leichter fallen. Dir wird absolut alles leichter fallen. Das Lernen, das eigene Business aufbauen, das Arbeiten, das Fitness, die gesunde Ernährung. Na, und die gesunde Ernährung, witzigerweise, gibt dir ja dann auch wieder mehr Willenskraft. Ich hoffe, du erkennst dir diesen Zusammenhang. Ne? Wenn du dich gesund ernährst, hast du allgemein ein besseres Willenskraftlevel. Und dadurch, dass du dich gesund ernährst, und das ist eine Willenskraft-Herausforderung, kriegst du auch wieder mehr Willenskraft. Und lass mir dich eins gesagt sein, Leute, die mit ihrem Leben strugglen, Leute, die Probleme in ihrem Leben haben und irgendwie das Gefühl haben, ich komme nicht so richtig auf den grünen Zweig. Ich garantiere dir, lass die Leute Willenskraft-Sachen machen, lass die Leute Willenskraft-Übungen machen und denen wird es besser gehen. Das ist die eine Sache, die ich gelernt habe, nachdem ich in dieser 10 Tage Meditationsherausforderung war, von der ich schon mal erzählt habe, wo wir 10 Tage, 10 Stunden am Tag meditiert haben und niemanden anschauen durften, mit niemandem reden durften, kein Lesen, kein Schreiben, natürlich kein Handy und nur vegan gegessen haben. Das hat dazugehört. Und das hat meine Willenskraft halt zu jeder Sekunde extrem herausgefordert und das war so anstrengend, das war das Anstrengendste, was ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Aber danach, ich war nie so fokussiert und willenskraftstark wie in den Wochen danach. Ja? Ich habe Projekte angefasst, die ich sonst einfach nicht anfassen wollte, weil, keine Ahnung, ich das Gefühl hatte, das ist zu viel. Ich habe die angefasst, ich habe die durchgezogen, es war überhaupt kein Problem. Und ich habe mich gut gefühlt, du fühlst dich gut damit, du fühlst dich, als ob du dein Leben unter Kontrolle hast, weil das hast du ja auch. Normalerweise haben dich die Dinge unter Kontrolle. Beispiel, du gehst jetzt raus, Frauen ansprechen und da kommt die Angst oder da kommen deine inneren Ausreden und du hast nicht genug Willenskraft, dich dagegen zu wehren, deswegen sprichst du sie nicht an. Wenn du jetzt aber einen großen Willenskraftspeicher hast, viele Willenskraftmuskeln, dann kannst du dich halt aktiv dafür entscheiden, diese Frau anzusprechen. Und ich glaube, jetzt wird es auch klar, warum das so ein wichtiger Punkt ist. Also lass dir von den Leuten da draußen, von den anderen Coaches da draußen so viel von, auch von mir, so viel von zu Flirttechnik erklären, wie du hören möchtest. Aber das wird dich alles nicht weit bringen, wenn du keine Willenskraft hast. Das ist die Grundlage. Darauf muss das passieren. Du kannst dein Haus nicht ohne die Grundlage bauen. Ja, du kannst dein Haus im Sumpf bauen und dann wird es untergehen. Und genau das passiert, wenn du das nicht hast, wenn du das nicht aufbaust. Das muss passieren. Das ist ganz wichtig. Und du kannst jetzt damit anfangen. Du kannst dich nach dem Video hinsetzen, 20 Minuten meditieren und das ist schon was für deine Willenskraft getan. Und bitte sieh das nicht so, dass du jetzt, bitte mach nicht den Extremweg, das habe ich früher oft gemacht, weißt du? Ich habe eine Zeit lang nicht meditiert und da war ich so, ich muss jetzt mal wieder anfangen, jetzt mache ich jeden Tag eine Stunde. Ich kann eine Stunde meditieren, ja, aber das kostet mich extrem viel Willenskraft. Mich aber hinzusetzen und jeden Tag 20 Minuten zu machen, kostet mich immer noch Willenskraft und stärkt meine Willenskraft, aber es ist nicht mehr so eine große Sache, das kann ich hinbekommen, jeden Tag, wirklich über einen ganz, ganz langen Zeitraum. Na, wenn ich eine Stunde mache jeden Tag, dann war es bei mir meistens so, dass ich nach ein paar Wochen dann rausgefallen bin. Mach nicht so viel auf einmal, sondern mach es konsistent, mach es regelmäßig. Das ist viel wichtiger. Geh nicht 3 Stunden ins Fitnesscenter, geh eine halbe Stunde. Wenn du am Anfang bist, geh halt eine halbe Stunde. Besser als nichts. Geh regelmäßig eine halbe Stunde, dann wirst du auch bald regelmäßig eine Stunde gehen. Und 3 Stunden brauchst du sowieso nicht hingehen. Aber das ist eine andere Sache. Deswegen, Willenskraft, ganz, ganz wichtiges Thema. Ich hoffe, das ist soweit klar geworden. Wie gesagt, Buchempfehlung, Die Macht der Disziplin, so heißt es tatsächlich, von Roy Baumeister. Ein sehr, sehr gutes Buch, sehr interessantes Buch, tolles Reading. Wenn du dazu irgendwelche Fragen hast, irgendwelche Kommentare, gerne in die Kommentarbox. Ansonsten sehen wir uns übermorgen wieder. Links neben mir abonnierst du, wenn noch nicht getan, auch die Glocke drücken. Unter mir kannst du dich für einen neuen Coaching-Platz im nächsten Jahr bewerben und wir zusammen deinen Erfolg mit Frauen anpacken. Hier unten kommst du zu einem weiteren Video mit mehr Tipps für deinen Erfolg mit Frauen. Geil, dass du dabei warst. Übermorgen sehen wir uns wieder. Bis dahin. Ciao.